Die bereits mehrfach ausgezeichnete Jagdhornbläsergruppe Anningerblick gab ein Konzert am Lionspunschstand im Perlershof in Biedermannsdorf. Wie spielt sich denn mit einem Jagdhorn? Das ist ja gar nicht so einfach, es hat keine Tastatur und man bekommt wunderschöne Töne raus. Ja, jetzt muss ich natürlich eines dazu sagen, wir haben eine kleine Besonderheit, weil wir haben Ventile. Aber grundsätzlich ist es genauso zu spielen wie eine Trompete oder ein Flügelhorn vielmehr, also eher wie ein Flügelhorn. Und wir sind ja doch ein Großteil aus mehreren umliegenden Blasmusiken, teilweise aus Berchtesdorf, teilweise auch aus Triberswinkel. Und ja, wie gesagt, es ist also prinzipiell so, wenn man klassische Jagdliteratur als Signale spielt, dann hat man nur Naturtöne, also ohne der Tasten. Und das ist halt dann schon ein bisschen eine Herausforderung, vor allem gerade zum Lernen. Weil wenn man Trompete beispielsweise lernt, dann beginnt man doch in der unteren Lage, wo die Lippen noch nicht so gewohnt sind. Und da geht es aber dann in den Naturtönen dann relativ bald hoch hinauf und da tun sich die Leute dann schon ziemlich schwer damit. Es gibt verschiedene Größen von den Hörnern, haben wir gesehen. Da behilft man sich ja dann mit den Tönen. Ja, es ist so, dass die, wie gesagt, die kleinen, die Bläs fürs Bläshörner, sind im B gestimmt bei uns. Also genauso wie eine Trompete oder ein Flügelhorn. Und dann gibt es die doppelt so langen Parforcehörner, auch in B. Die spielen dann bei uns die Tenor- und die Bassstimme. Und damit wird es halt dann wieder ein vierstimmiger Akkord. Für Sie als Bezirksjägermeister heute ein wunderschönes Konzert hier im Perlershof? Na, absolut. Ich bin ja einer der stolzesten Bezirksjägermeister in ganz Niederösterreich, weil wir haben hier im Bezirk Mödling in der Nähe von Wien zwei ganz tolle Jagdhornbläsergruppen. Das ist heute die Anningerblick, die einen unglaublichen Aufschwung haben, und die Breitenfurter, die auch absolute Spitze sind bei den Wettbewerben. Und das in der Nähe von Wien, wo man sagt, urbanes Gebiet, Tradition ist nicht mehr so. Ich bin total stolz auf diese zwei Gruppen und freue mich sehr. Und das war wieder mal ein Beweis des Könnens, das sie haben. Ich kann das sagen, weil meine Frau hat heuer begonnen damit, und das ist ein schwieriger Beginn. Ja. Man kann sich richtig auf Weihnachten einstimmen hier. Ja, wir haben es wunderschön hier im Perlershof, und auch das Programm, was wir anbieten. So, wir haben heute die Jagdhornbläser, gestern Beat Art. Also es ist für jedermann was dabei. Jedes Wochenende war Programm. Das heißt also, die vier Adventwochenende waren voll erfüllt. Ja, selbstverständlich. Es ist wirklich für jedermann, für klein, mit dem Rudolf das Rentier und eben Beat Art, halt Jagdhornbläser. Also wirklich, wir bieten sehr viel und es ist wunderschön hier. Und ein großes Dankeschön an alle Vereine, die mitmachen. Früher war ja das Jagdhorn ein Signalhorn. Jetzt, wenn man das Konzert heute verfolgt hat, gibt es aber schon tolle Literatur dafür. Es gibt sehr, sehr viel Literatur dazu. Ja, wie gesagt, es ist in Österreich sind die deutschen Jagdsignale gebräuchlich, die tatsächlich so sind, dass man sich früher wirklich im Revier damit verständigt hat. Das war natürlich den Musizierenden dann auch zu wenig, und dann hat man auf Literatur zugegriffen, die es gibt. Teilweise hat man selber komponiert. Und es gibt, weiß ich, der Landeshornmeister Johann Heiden, der seit 30 Jahren viele, viele, viele Stücke komponiert hat, die man dann natürlich in ganz Niederösterreich spielt. Also das wird permanent komponiert dafür, und es tut sich wirklich in Niederösterreich sehr viel dafür.